Ich fahr mit Abig durch den Hamburger Hafen. Blau-weiß sind die Farben der Elbreederei. Ob mit Bad Kassel oder Mississippi-Dampfer, du bist mittendrin und nicht nur dabei. Und abends sitz ich oben hoch am Stimmfang und schau dem Treiben auf der Elbe zu. Dann denk ich, wie schön ist unser Hamburger Hafen. Und reine Abicht gehört mit dazu. Mittendrin und nicht nur dabei. Das ist das Motto der Elbreederei. Relücht, der steht am Ruder und vertellt seine Dünches. Es gibt sie immer noch, die Hamburger Jungs. Früher befuhren sie die Weltenmeere. Heute sind Touristen ihr Publikum. Seit 1926 schippert Familie Abig mit den Barkassen durch den Hamburger Hafen. Ich glaub, sowas nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei. Das ist das Motto der Elbreederei. Bis Blankenese, da gehen die Fahrten vorbei an Airbus, den Container-Terminals. Und auf der Rückfahrt siehst du die Skyline, einer der schönsten Städte der Welt. Am Horizont grüßt dich dann der Michel, wie man hier die St. Michaeliskirche nennt. Ich bin so froh, dass man im Hamburger Hafen unsere Stadt an ihren Kirchen erkennt. Mittendrin und nicht nur dabei. Das ist das Motto der Reederei. Blau-weiß sind die Farben der Elbreederei. Ob mit Bad Kassel oder Mississippi-Dampfer, du bist mittendrin und nicht nur dabei. Und abends sitz ich oben hoch am Stimmfang und schau dem Treiben auf der Elbe zu. Dann denk ich, wie schön ist unser Hamburger Hafen. Und reine Abicht hört mit dazu. Mittendrin und nicht nur dabei. Das ist das Motto der Elbreederei. Relücht, der steht am Ruder und vertellt seine Dünches. Es gibt sie immer noch, die Hamburger Jungs. Früher befuhren sie die Weltenmeere. Heute sind Touristen hier Publikum. Seit 1926 schippert Familie Abig mit den Barkassen durch den Hamburger Hafen. Ich glaub, sowas nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbreederei. Bis Blankenese, da gehen die Fahrten vorbei an Airbus, den Container-Terminals. Und auf der Rückfahrt siehst du die Skyline, einer der schönsten Städte der Welt. Am Horizont grüßt dich dann der Michel, wie man hier die St. Michaeliskirche nennt.
Ich bin so froh, dass man im Hamburger Hafen unsere Stadt an ihren Kirchen erkennt. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Reederei. Ich fahr mit Abicht durch den Hamburger Hafen, blau-weiß sind die Farben der Elbreederei. Ob mit Barkasse oder Mississippi-Dampfer, du bist mittendrin und nicht nur dabei. Und abends sitz ich oben hoch am Stimmfang und schau dem Treiben auf der Elbe zu. Dann denk ich, wie schön ist unser Hamburger Hafen. Und Rainer Abicht gehört mit dazu. Mittendrin und nicht nur dabei. Das ist das Motto der Elbreederei. Wie Lüchter steht am Ruder und vertellt seine Dünches. Es gibt sie immer noch, die Hamburger Jungs. Früher befuhren sie die Weltenmeere. Heute sind Touristen ihr Publikum. Seit 1926 schippert Familie Abicht mit den Barkassen durch den Hamburger Hafen. Ich glaub, sowas nennt man Tradition. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbreederei. Bis Blankenese, da gehen die Fahrten vorbei an Airbus, den Container-Terminals. Und auf der Rückfahrt siehst du die Skyline einer der schönsten Städte der Welt. Am Horizont grüßt dich dann der Michel, wie man hier die St. Michaeliskirche nennt. Ich bin so froh, dass man im Hamburger Hafen unsere Stadt an ihren Kirchen erkennt. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Reederei. Blau-weiß sind die Farben der Elbreederei. Ob mit Barkasse oder Mississippi-Dampfer, du bist mittendrin und nicht nur dabei. Und abends sitz ich oben hoch am Stimmfang und schau dem Treiben auf der Elbe zu. Dann denk ich, wie schön ist unser Hamburger Hafen. Und Rainer Abicht hört mit dazu. Mittendrin und nicht nur dabei, das ist das Motto der Elbreederei. Wie Lüchter steht am Ruder.